Marquinhos. Team of the Year? Krass! Ich hab auch Cancelo einfach gezogen. Der soll krass sein. Er soll wild sein. Auch wenn er nur 3 Sterne schwacher Fuß hat und der ist ja kein Stürmer. Ich brauche trotzdem irgendwie jemanden, der defensiv gut steht. Mit 40 Tokens, glaube ich, macht man da nichts falsch. Den kann man halt ehrlich mitnehmen. Und ja, der ist unbeweglich, aber mal schauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat was von Varane, aber irgendwie nur besser halt. Mehr Physis, mehr Durchsetzungsvermögen. Und selbst bei Varane ist es schon sehr gut. Also, der wird krass sein. Der wird Varane in 10 Level höher sein. Also, den werde ich mitnehmen, maybe. Dann haben wir noch 10 übrig. Jetzt könnte man mit den restlichen 10 hier anfangen. Ja, ein paar Karten würde ich komplett ausschließen, will ich auch nicht unbedingt. Also guck mal, Morata fällt schon raus, Brandt fällt schon raus. Weil Morata, der ist sogar noch okay, aber ist nichts Besonderes, auch nicht. Joaquin Correa bin ich sogar Fan davon, gell? Ohne Joke, ich feiere solche Karten. Aber ich habe nur 10 danach übrig. Kamaric will ich nicht. Kann er nochmal spielen? Nee, nicht meine Position. Obwohl er mal krass war, gell? Kostic war wirklich geil. Den mal gespielt hab. Der hier nicht. Keine IV. Ah, selbst wenn. Der ist ja brutal schlecht. 4. Könnte man überlegen, aber der ist halt Standard wie jeder andere Verteidiger. Valencia ist okay. Auch okay. Sieht gar nicht schlecht aus. Okay, der ist eher ZOM, wenn man. Ja, nach. Den kann man nur als Stürmer spielen. Dann fällt der auf jeden Fall raus. Der ist gut. Also, den könnte ich gut gebrauchen. Ich kann mir vorstellen, dass er gut ist. Irgendwie. Aber, wen ich dann holen möchte, ist nicht so easy. Ist nicht so easy, da drauf zu kommen. ZOM. Und dann ist der noch langsam. Der ist aber auch ein ZM. Immerhin. Ist ja ganz ehrlich. Dieser Cannon ist krass. Habe ich auch schon überlegt, den mitzunehmen, maybe. Der könnte halt wirklich nice sein. So, Canon 3. Den will ich nicht. Hier nochmal 3, hätten wir 6. Der als IV. Ey, Ende. Aber wieso? MLS ist cool, aber wenn wir wären 3, dann hätten wir hier 3, maybe. Dann wären wir bei 6. Dann will ich nicht nochmal hier 3 nehmen. Fand ich auch nicht schlecht. Und Stats, aber der ist halt so Standard-Level. Auch nur so okay bis gut. Brauche ich nicht. Will ich nicht, will ich nicht. Hätten wir noch 4 übrig. Und dann hier 3x84er, 20er. Wäre nice. Aber ich sag ganz ehrlich, dafür möchte ich keine 20 abgeben. Mache ich nicht. Niemals. Boah, Cafu bekommst du. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir ein Dings bekommen können, Vieira. Ich feiere Cafu, aber eigentlich auch. Ohne Joke. FIFA World Cup Icon Spielerwahl. Welche FIFA World Cup Icons gibt es denn? Einerseits bereue ich es vielleicht, wenn ich ihn nicht mitnehme, aber andererseits bereue ich es vielleicht, den mitzunehmen und kann ganz viele andere gute Sachen mitnehmen, wie zum Beispiel, warte, Cafu. Nehmen wir mal an, der fällt raus, weil ich brauche jetzt nicht unbedingt Dings. Dann FIFA World Cup Hero. Weiß ich nicht. 25 mache ich auch nicht unbedingt. Dann wäre ich vielleicht sogar mit dem hier gegangen. Haben wir 20. Wir hatten noch 25 übrig. Den Rest, was ist das? Weg zum Ruhm? Jetzt nicht unbedingt. Ne, noch 25. Der wäre auch geiler. Kingsley Coman. Aber, ne. 3 Sterne. 3 Sterne ruiniert den. Der hat geile Stats, aber 3 Sterne ruiniert den. Nur LF. Dann haben wir 20. Und wir brauchen noch 30, können wir noch nehmen. Dann könnten wir nochmal das nehmen. Das wäre dämlich. Nehmen wir es einmal von mir aus. Dafür zocke ich nicht meinen ganzen, ja,
Dann lieber eine krasse Karte, die du eindeutig hast, und dann noch ein Pack. Habe ich viel mehr davon, sage ich ganz ehrlich. Diese ganzen Karten, die sind halt alle nicht überragend. Okay, könnte noch gut sein, gut spielbar sein, aber die Stats sind halt nicht gut genug. Und die ganzen Karten, die ich mir hier anschaue, sind halt auch nicht gut genug, sage ich ganz ehrlich. Der könnte noch, wohl, der könnte noch ein bisschen spielbar sein. Für Paris-Spieler, ZM, ja. Unbeweglich, aber alles andere kann er. Korea, bin ich ein Fan von der Karte, immer wieder gewesen. 4-4. Korea feiere ich übelst. Den muss man leider als Stürmer oder MS hier spielen, in dem Spiel. Mit 8. Könnte man machen, gell? Ohne Witz. Ich würde hier... Meine Wahl ist, sage ich jetzt schon mal, diese ganzen Karten brauche ich hier nicht. Den wirklich nicht so krass. Und dann könnte ich halt nur noch 2 mitnehmen. Das fällt dann leider weg. Das ist die Kacke. Das fällt leider raus. Und damit 2. Da können wir auch gar nichts mehr von denen holen. Ah, ist das Kacke. Wir müssen einen von den Kackspielern nehmen. Weil wir Vieira nehmen. Außer wir würden riskieren und dieses 30er Ding nehmen. Weil diese ganzen Karten, ich sag ganz ehrlich, die will niemand. Korea finde ich halt schon nice, aber Korea bekommt bestimmt noch eine andere geile Karte. Der hat immer viele Karten bekommen, deswegen ist es nicht ein Muss. Den finde ich auch interessant, aber 80 Pace, weiß ich nicht, ob es für die Meta immer noch gut genug ist. Bin ich ganz ehrlich. Bei ihm ist es halt wirklich schon auf dem Level, wo ich mir denke, ich habe Bock auf den. Ich hätte wirklich bei denen am meisten Bock zu spielen. Aber 8, wenn ich einmal das nehme und dann nur noch 10 wirklich übrig habe. Ich habe ja jetzt 26. Ich habe 14 dann, also 24, hat wirklich nur noch 10. Die ganzen anderen Karten können wir nicht ausprobieren. Ist der Stürmer auch? Nee. Sonst hätte ich sogar überlegt, könnten wir nicht nehmen. Morata interessiert mich nicht. Also der interessiert mich weniger als alle anderen noch. Mich auch nicht interessieren. Korea interessiert mich. Aber nehmen wir mal an, wir nehmen nicht Korea. Dann können wir auf jeden Fall das Pack erstmal nehmen. Hier 3. Und dann haben wir noch genau 7 übrig. Wenn ich richtig rechnen kann. Ich würde den Dings tatsächlich mitnehmen. Genau 6 übrig. Weil den könnten wir mitnehmen. Cool. Wenn ich das mitnehme, haben wir 6. Wir haben noch 4 übrig. Noch 4 ist gut. Diatta. Wie gut ist Diatta? Der kann gar nicht schießen. Hä? 4 haben die gegeben. Okay, immerhin. Ja, will ich aber nicht. Bin ich nicht mein Spielertyp. Können natürlich den nehmen, aber als IV wäre der Bombe wahrscheinlich. Hier 2 habe ich am meisten davon. Guck mal. Der könnte gut sein. Aber es sind halt keine überragenden Karten. Der auch nicht, der noch weniger. Den als ZOM könntest du halt wirklich spielen. Gerade überlege. Dann könnten auch den spielen. Der wäre der einzige, glaube ich, von den 4 Dingern. Weil, nee, der ist zu schlecht. Der ist ein bisschen zu schlecht. Türkische Liga spielt niemand. Herzlich willkommen. Oh, der hat ordentlich Pace. 3 Sterne. Die 3 Sterne ruinieren das, sag ich ganz ehrlich. Stürmer will ich den auch nicht haben. Ich wäre am ehesten bei ihm. Aber wenn ich gerade überlege, kann er auch LV. Ah, der kann nur RAV. Es gibt auch niemanden außer Zielinski, mit dem er sich verlinken lässt, den ich. Ja, natürlich, ihr könnt ihn auch jetzt sofort spielen, dann wäre ein guter Link da, aber. Lohnt es sich, den zu nehmen am ehesten? Oder nicht vielleicht sogar. Der hier. Der Japaner. Wo die Bundesliga, sag ich ganz ehrlich. Aber ist das eine Karte, die man unbedingt spielen muss? Weiß ich nicht. Die gleiche Karte habe ich auch. Das sieht geil aus. Das sieht wirklich geil aus vom Design. Aber die gleiche Karte habe ich halt auch bei dem anderen.
Der RV ist auch cool, aber auch nichts Besonderes. Der ist aber geil, oder? LVA. Geil aus, die Karte. Rein optisch, aber ist ja keine krasse Karte. Die sind alle irgendwie kacke. Ja, guck mal, der ist... Gib ihm mehr Dribbling und ich bin komplett bei der Karte. Das Dribbling zerstört die Karte. Zerstört einfach die Karte. ZOM und dann ist der noch langsam. Die Yatta, ich hab gedacht, das ist die Hoffnung und der ist einfach kacke. Ja, dann kannst du wirklich gleich auch hier mit den hier gehen. Ich hätte den gerne mitgenommen. Gibt keinen für eins. Ganz ehrlich, das Allrounder. Mit 3 Sternen. Mhm. Wir nehmen Asano mit. Aber ist nicht die Karte, die ich unbedingt haben möchte. Also Stand jetzt will ich es so mitnehmen. Und dann sage ich, bin ich für heute raus. Und bis zum nächsten Mal hier. Einmal haben wir, das zeige ich nochmal kurz. Asano. Dann haben wir Cannon. Dann wären wir bei 7. Hier wären wir bei 10. Dann werden wir es hinhauen. Und Viera.